Ingenieur, Doktorin oder Meister, im Beruf spielt die Qualifikation eine wesentliche Rolle. Aber die Kosten bis zum Titel sind vor allem für angehende Meisterinnen oft sehr hoch. Das soll sich jetzt in Österreich und Bayern ändern. Bis zu einige tausend Euro haben in Österreich Absolvierende des Meistertitels bis jetzt ausgegeben. Die Kosten variieren je nach Anforderungen und Aufwand. Ab 2024 übernimmt die öffentliche Hand zumindest die Prüfungsgebühren. Auch in Bayern soll die Meisterausbildung künftig kostenlos sein. Für die Handwerkskammer wäre das ein weiterer Schritt in Richtung Gleichwertigkeit von dualer beruflicher und akademischer Bildung. Man hofft sich dadurch, auch wieder mehr junge Leute für eine handwerkliche Berufsausbildung zu gewinnen. Denn auch in Bayern besteht der generelle Trend zum Studium. Mit der kostenlosen Meisterprüfung sollen Handwerksberufe aufgewertet und wieder populärer werden. Daher soll künftig keiner beim Weg zum Meister an finanziellen Hürden scheitern oder gegenüber der gebührenfreien akademischen Ausbildung benachteiligt werden. Denn die Nachfrage nach Meistern ist jedenfalls hoch. Denn auch in Bayern herrscht Fachkräftemangel. Gleichzeitig suchen viele Handwerksbetriebe in den nächsten 10 Jahren, Stichwort Babyboomer, alters- und pensionsbedingt Nachfolger. 2022 fehlen der bayerischen Wirtschaft fast 130.000 Fachkräfte. 2035 könnten es sogar schon über 600.000 sein. Die kostenlose Meisterprüfung soll diesem Trend entgegenwirken. Der Freistaat wäre damit auch das erste Bundesland in Deutschland, in dem angehende Meister für ihre Weiterbildung kein Geld zahlen müssen. Ab wann das konkret möglich sein wird, ist noch offen. Dem Vernehmen nach wird 2024 angestrebt, Details müssen aber noch ausgearbeitet werden. Die Kosten für den bayerischen Haushalt werden mit rund 100 Millionen Euro beziffert. Der Meistertitel soll also für alle zugänglich und vor allem leistbar sein. Ob dann wieder mehr Menschen Handwerksberufe erlernen und auch die Meisterausbildung absolvieren, die Zahl der Fachkräfte in den nächsten Jahren wird es zeigen. Falls dich dieses Video interessiert hat, schau doch auch mal in unseren Beitrag zum Thema digitales Lernen. Wir würden uns auch freuen, wenn du unseren Kanal abonnierst.